Hallihallo und ein herzliches Willkommen. Endlich mal zurück zu einem neuen Video. Endlich mal wieder nach langer Zeit, Thomas. Ne? Und zwar habe ich privat angefangen, Hogwarts zu zocken. Und dachte mir, oh mein Gott, das muss ich jetzt mal aufnehmen in 4K. Weil ich das einfach so geil fand. Und einfach mal kurz dazu sage, wie ich jetzt schon mal das Game so finde, persönlich. Alter, einfach auch so die ganze Spiegelung am Boden. Teils auch manchmal an den Wänden, der Lack und alles. Alter. Richtig nice. Ich war wirklich sehr geflasht. Muss man sagen. Okay, jetzt laufe ich hier mitten auch noch in... irgendwo rein, wo... ein Handschuh? Wo eine Sackgasse ist. Nee, doch nicht. Ja, heftig nice, ne? Natürlich, wo bin ich natürlich? Natürlich bin ich bei Gryffindor, hör mal. Ist ja wohl klar, ne? Der Hut wollte wie bei Harry Potter mich zuerst nach Slytherin schicken und ich hatte gesagt, nein, nach Gryffindor bitte. Ja, guckt euch diesen Glanz an, ey. Von den Treppenstufen jeweils auch schon alleine. Oh, der Boden. Also das finde ich wirklich so geil. Und einfach so, ich kann einfach durchs gesamte Schloss laufen. Holy shit, ja. Das ist für mich so ein geiles Feeling. Ach Mist, ich dachte, hier ist jetzt der Ausblick zum Quidditch-Gelände auch. Aber vielleicht finden wir den gleich nochmal. Ja. Und öfter habe ich die Musik. Die Musik, die war manchmal so angelehnt an die Titelmusik von Harry Potter. Aber dann doch abgewichen. Schade. Hätte ich mir echt gerne gewünscht. Aber die haben natürlich höchstwahrscheinlich nicht die Rechte für die Musik dazu. Das hätte aber doch gefehlt. Das wäre perfekt gewesen. Oh mein Gott. Aber sie haben... sag ich mal, gute Abweichung gefunden, die sich so ein bisschen ähnelt. Und ja, man gewöhnt sich dran, dass man trotzdem noch das Feeling dafür bekommt. Für Harry Potter Musik. Aber ist schon sehr genial. Der Glanz vor allem überall, mal schön hier, ja. Selbst hier oben drauf, auf dem Geländern, jetzt gerade nicht. Oh, da. Mmh. Oh, bitte. Schöne Musik. Klassik. Achso, wird da gespielt. Ah, okay. Glaubst du, ich habe eine hohe Stimme? Sei bitte ehrlich. Schaden hat gesehen. Ja, unglaublich. Hammer. Manchmal kann man auch Sachen vorzeigen lassen. Rebellion. Rebellion. Oh, warte mal. Irgendwas war da. Ah, unten. Okay. Eine Truhe. Zum Beispiel. Oder wenn es dunkel wird, auch geil. Auch hier, weil ich spiele es ja auf der PS5. Und hier natürlich auch der R2-Stick hinten. Der hat auch einen Widerstand. Den kann ich so bis zur Hälfte drücken. Dann hebt er den Zauberstab hoch. Auch voll geiles Feeling. Ja, was jetzt zum Beispiel PC-Spieler gar nicht haben werden. Und Xbox-Nutzer vielleicht auch nicht. Der schöne Stick mit dem Widerstand. Und dann zum Beispiel, wenn es so dunkel ist, Lumos, ne? Lumos. Oh, Hammer. Hammer. Ich bin einfach drin in dieser Welt jetzt. Es ist wirklich ein geiles Feeling. Für mich persönlich. Und komische Sachen hier in dem Schloss. Einfach, wie man es kennt. Wie man es kennt aus dem Film. Wo auch die Bilder sich bewegen. Einfach, oh mein Gott. Also, ich bin einfach in Hogwarts. Ich fühl's. Einfach geil, wirklich. Ich hätte wirklich vorher nicht gedacht, dass ich da so geflasht von bin. Weil ich dachte, wie der Spider-Man Miles Morales. Oh, geiles, cooles Spiel. Zack, ich fange es an und war es jetzt auch gedacht, dass ich mega geflasht werde. Ich fand es gut. Hab's gespielt, hab meinen Spaß gehabt. Aber es hat mich schon lange ein Spiel gefehlt, wo ich wirklich geflasht war und wo ich mich richtig gefreut habe, das zu zocken. Und mich schon richtig drauf gefreut habe. Das zu erkunden, zu entdecken und alles. Und das ist endlich mal wieder ein Spiel, was es bei mir ausgelöst hat. Bei mir persönlich jedenfalls. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass es bei jedem einzelnen Spieler so passieren wird, aber ich bin halt auch Harry Potter Fan.
Hab die Filme damals, die ersten, alle als Kind noch im Kino geguckt. Von daher ist es für mich wahrscheinlich noch ein größerer Flash. Einfach hier drin sein zu können. Und auch das Bild einfach, Lichteinfall hier alles. Oh. Einfach wunderschön, finde ich. Wunderschön. Deshalb, ich musste euch das jetzt mal zeigen. Hier auch, habe ich schon einmal gemacht, die Mission Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da war so ein kleines Duell. Einfach alles, Mann. Ist schon nice. Da habe ich gerade die Zauberkunst Leviosa. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin. Sorry, dass ich manchmal abhuste. Denn ja, deshalb auch. Jetzt kann man jetzt lange auch kein Video mehr. Erstens, ich war im Urlaub und zweitens, deshalb huste ich gerade leicht noch, ich hatte Corona. Also ich habe es jetzt gerade in dem Moment sogar immer noch leicht. Da war noch ein leichter Strich, ein zweiter leichter. Aber morgen, übermorgen müsste ich Corona negativ sein. Und dann geht es mir wieder besser. So, wo wollte ich denn hin? Ich wollte eigentlich mal noch draußen mal zeigen mit dem Quidditch-Gelände, glaube ich. Achso, hier kann man einfach nur mal rollen. Wow. Ja, deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, ich war geflasht. Einer der ersten Spiele mal seit langem wieder, die mich zum Staunen bringen und wo ich Spaß dran habe, wo ich Bock drauf habe. Wo ich gespannt bin, wie es weitergeht. Zumal auch der Anfang fing auch nicht irgendwie gleich an, wie man es kennt heutzutage von Games. Es geht gleich mit Action los, du musst gleich kämpfen und sondern es fing gleich wirklich ganz geschmeidig mit Story an. Es fing einfach nur... Hallo? Mit Story fing es an. Du wurdest schön mit der Story eingeweiht. Ohne... extra Hackmack, actiongeladene Let's Go Atmosphäre, sondern. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Sanft eingeführt. Hier sind ja nämlich auch Schnellreisepunkte. Wenn man die entdeckt, kann man die schön nutzen. Haben wir es jetzt hier? Nein, immer noch nicht. Oh, guck mal, aber da sind wir schon auf dem Besen. Geflogen bin ich selber noch nicht. Aber ich hoffe, das wird noch passieren. Auf jeden Fall auch. Mit so einem Flugtier kann man bestimmt... Ah ja, hat man schon gesehen, auch im Trailer. Ich habe ja auch sowas freigeschaltet, ein Flugtier. Nee, keine Ahnung. Vielleicht werde ich es leider nicht dazu kommen. What the fuck? Sind die gerade hier lang geflogen? Mal gucken, ob was noch, ob ich es noch heute noch zeigen kann. Ja, deshalb. Krass. Aber ich würde gerne auch nochmal zu meinem Gemeinschaftsraum. Vielleicht. Mal gucken. Ich werde erstmal laufen und dann werden wir ja sehen. Sorry. Ist schon sehr, sehr nice. Hier ist eine Statue. Bewegt die sich eigentlich irgendwie was? Nee, wa? Lumos. Revelio. Revelio. Ja, also ich kann schon mal sagen, hat schon mal spannend angefangen an sich. Und ja, ihr werdet es ja dadurch merken, guck mal, der Drache alleine, guck mal, der bewegt sich da mit seinem Schwanz da hinten dran. Ne? Ich bat Amita K., mir Verwandlungsnachrichten zu geben, aber er lehnt ab. Also ich bin einfach so gespannt, deshalb so gefesselt an diesem Spiel. Einfach, ich möchte jetzt weiter Unterricht machen, ich möchte weiter herausfinden, ich möchte mehr Zaubersprüche lernen, ich möchte noch mehr Geschichte erleben. Und ja, genau, das Spiel spielt ja auch im 19. Jahrhundert, also alles noch vor Harry Potter. Ne? Lange vor, bevor das alles mit Harry Potter passiert ist, können wir schon in den Hallen rumlaufen. Nutzen? Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Oh, nice. Lumos. So. Was haben wir hier eigentlich für Durchgang?
Gewächshaus, wa? Anscheinend. Da war ich selber auch noch nicht. Aber wir haben ja auch eine Karte. So. Wo ist denn das hier? Bibliotheksanbau. Gemeinschaftsraum. Nein, warte. Reisen. Mal gucken, ich bin noch gar nicht selber aufs Bild zugelaufen. Nur einmal mit der Professorin. Guck mal, hier alleine, hier, ey, der Boden. Und das Licht und alles. Ist das nice. Richtig schön. Das ist jetzt wirklich auch einer der seltenen Spiele, wo selbst ich auch stehen bleibe und mir öfter was anschaue. Wie das aussieht halt. Ich habe ja auch Einstellungen, habe ich ja das höchste eingestellt. Von der Grafik her. Oh, guck mal, da kann ich auch was enthüllen. Rebellion. Was wird das? Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den anderen Porträts umherwandern und sich eigentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Ah, okay, sie macht immer dann automatisch auf. Okay. Das wollte ich auch nochmal wissen. Ja, ist schon nice. Ist schon wirklich sehr nice. Dankeschön. Der Gemeinschaftsraum. Und ich habe halt bei den Trailern das schon gesehen. Da ist eigentlich der Eingang hier sehr unspektakulär. Da war zum Beispiel von Slytherin sah ja geil aus. Wie die Schlange sich langschlängelt und dann die Tür öffnet dadurch oder zum Vorschein bringt. Vielleicht mache ich ja nochmal einen Durchgang und dann mal als Böser irgendwie. Und denke ich zu Slytherin und soweit ich weiß, kann man ja gut und böse spielen. Weiß ich noch nicht genau, aber ich war der Meinung, ich habe das mal gehört. Ey, guckt euch das an, einfach so die Lichter. Ach, guck mal an. Wie hieß ihr denn nochmal? Der fast kopflose Nick, oder? Glaube ich. Fast kopflos? Warum denn fast kopflos? Oh Mann, da kommen Erinnerungen hoch. Im Kino. Geil. Schön Tierchen. Ja, hör mal. Ja. Deshalb. Ich bin auch der Meinung, wir werden bestimmt auch mal Quidditch spielen können. Ja, und genau, das, was ich noch sagen wollte. Da ihr es ja anscheinend merken werdet. Oh, okay, hat er das schon angefangen? Zuerst dachte ich mir, ja, werde ich safe Let's Playen. Und jetzt im Nachhinein habe ich gesagt, nein, werde ich nicht Let's Playen. Also, das kostet alles so viel Zeit. Und in 4K aufnehmen. Ich komme ja so schon dauernd bei nichts hinterher, weil ich dann doch wieder zu viel. Da ist Urlaub, dann bin ich doch krank. Und ich stresse mich nicht. Und ich komme sonst nicht hinterher. Man sieht, ich habe jetzt Miles Morales, Spider-Man jetzt auch so gut wie durchgespielt schon. Ich bin damit voll schnell fertig geworden. Hätte ich das Let's Play, hätte ich da wieder ewig gebraucht für. Weil ich dann wieder ja Pausen einhalte durch. Ich kann es noch nicht weiterspielen. Ich muss erst die Folgen machen. Dies und das. Und alles zieht sich. Und das wollte ich jetzt einfach dann für mich wahrscheinlich genießen. Jetzt habe ich aber mich beschlossen, das mal aufzunehmen, euch mal zu zeigen, wie schön das aussieht. Ja. Wie schön ich das finde. Hammer. Hammer. Wirklich sehr nice. Sehr, sehr nice. Vielleicht als kleinen Bonus könnte ich vielleicht mal die nächste Mission mal mit euch zusammen machen. Ja, dass ihr einmal bei so einer Unterrichtsstunde mal mit dabei seid. Wenn es schon kein Let's Play davon gibt. Einerseits hätte ich mir natürlich schon gewünscht, weißt du, so. Wäre cool so als Let's Play, ja, und wir können zusammen hier durch die Hallen und erkunden alles. Aber irgendwie genießt man das dann auch so ein bisschen für sich allein. Ist auch was Schönes.
so als Fan, für sich selbst alles in Ruhe zu entdecken, ohne sich Gedanken zu machen, dauernd zu quatschen auch. Ist schon geil. Ist schon geil. Ja, ja, so ist es. Ach, da ist er wieder. Und hier die Toilette. Jetzt gerade nicht, aber einmal auch hier etwas gequatscht und ich dachte, was quatscht denn hier? Da war das der Spiegel da oben, der Drache. Voll geil. Also voll geil gemacht. Und dann gibt es Spiele wie Gotham, die machen als Deluxe-Version, kostet denn, keine Ahnung, lass mich jetzt mal lügen, 119 Euro oder 109 Euro, das Spiel. Ey, und hier hat die höchste Version, die Deluxe-Version oder was es auch war, ich glaube 83 Euro? 85, 86 oder 87 Euro gekostet? Oder 85? Und das ist ein Spiel, wo ich mir sagen würde, ey Leute, ich würde euch auch mehr unterstützen, ey, hättet ihr gemacht 119 Euro... Was ich jetzt hier sehe, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie schön das aussieht, wie schön das Spiel ist, wie viel Mühe. Ey, ich hätte euch mehr supportet, ruhig. Ich hätte da machen können. So, weißt du? Aber bei Gotham war ich ja eher wirklich sehr enttäuscht. Gotham war ich sehr enttäuscht vom Spiel. Wirklich. Als ich es auch durchgespielt habe. Dagegen begeistert mich hier Hogwarts gleich zu Anfang. Ganz stark. Echt. Oh, was ist denn das hier? Wo geht's denn hier hin? Hier war ich noch gar nicht. Ach, die Bibliothek. Ui, guck mal, Memo. Der bewegt sich da oben auch. Geil. Daraufhin erstmal Lumos. Lumos. Genau, und so eine schnellen Angriffe kann man machen. Einfach antippen. Mit R2, mit Widerstand. Ha, 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 ha. Und Leviosa. Aber kann ich jetzt eigentlich nicht so verwenden irgendwo besonders jetzt. Leviosa. Nice. Aber mein Vater hat im Ministerium gearbeitet. Sind wir offensichtlich. Oh. Ist schon sehr, sehr cool. Und hier haben wir manchmal noch Rätselsachen. Die hat man noch nicht so raus. Ah, vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Aber ist auch schön. Ein paar Rätsel, die kann man sich noch aufsparen kann, wahrscheinlich für später mal. Cool, cool. Freue ich mich schon mal drauf. Ah, da hat es kurz geladen. Meine Eltern haben die oh, warte mal, hier ist noch was. Rebellion. Und die Spitze des Spinnenbrunnens. Springbrunnens. Im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wieferns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Calagorn in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher um den Wiefern von Weaver. Why? Der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Oh. Schön, schön. Also ich bin hier wirklich gerade auch erst noch komplett am Anfang. Ja. Oh, feine Mieze. Ja, fein. Rebellion. Also wirklich wunderschön. Wunderschön. Da komme ich nicht rein. Was ist hier? Jetzt habe ich auch... Ich hätte jetzt richtig Bock, jetzt hier das alles zu erleben, hier mit Steiner Weisen und alles. Mit den ganzen Rätseln und das Schachspiel und... Oh, bitte, haut noch mehr davon raus. Macht sowas denn auch. Genau in diesem Stil hier so. Oder machen DSC draus. Ist mir egal, jetzt zeige ich nochmal was extra. Ohne Witz. Hätte ich Bock da drauf. Und hier auch von vierten Teil alles. Der Feuerkelch. Das ist auch alles nachmachen. Oh mein Gott. Wäre das nice.
So, genau. Wir können ja das auch auswählen. Als Ziel festlegen. Guck mal, ah, das ist Quidditch-Ding. Ist ausgewählt und dann wird uns der Pfad auch eröffnet, wenn wir mal antippen. Zack. Oh. Warte, kann ich jetzt Quidditch-Ding sehen hier? Nope. Wo bin ich? Oh mein Gott. Leviosa. Levioso. Levioso. Habt ihr gehört, die Melodie? Das meinte ich. Das wirkt wie die Melodie von Harry Potter. So ist dim, 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 dim. Und dann denkt man, jetzt kommt's und dann haben sie es aber abgewandelt. Dim, 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 dim. Hier ist da auch noch was, oder? Rebellion. Ja. Habt ihr gehört? Das klang genau wie von Harry Potter, die Melodie. Oh mein Gott. Das wäre so schön, wenn die die komplett spielen könnten. Dürfen sie aber bestimmt nicht. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas, des Bekloppten dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Bong, einfach, einfach zermetzelt. Bong. Boah, das Licht einfach so schön. Mensch, kann ich mal hier irgendwie auf dem Balkon und das mal jetzt sehen? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Ja, ja. Ich möchte nur mal kurz rausgucken. Das wäre ganz lieb. Alter, ich laufe hier irgendwo hin, ich weiß gar nicht wohin. Einfach das Schloss erkunden. Okay. Boah, guck mal. Oha. Guck mal, eine Eule. Hallo, Eule. So, wo ist denn das Quidditch-Ding jetzt hier? Och, ich kann es nicht sehen. Das ist unfair. Oh, vielleicht jetzt? Oh mein Gott, wir sind auf der Plattform. Ja! Jetzt könnten wir es sehen. Jetzt sehen wir es. Ja! Okay, warte. Ich will einen besseren Blick haben hier. Ah, jetzt sind die ganzen Zäune im Weg, aber egal. Zieht euch das rein. Da ist es. Das Quidditch-Gelände. Oh, geil. Hammer. Revelio. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und all die anderen Dinge am Nachthimmel. Und die fliegen mit ihrem Besen hier umher. Ich will auch. Kommt aber noch. Guckt euch das an. Mann, ich will mal eine freie Sicht haben hier, hör mal. Ja, dann halt wieder durch die Gitter. Wie im Knast. Geil. Hammer. Hammer. Das Quidditch-Gelände. Hogwarts. Ja. Yeah. Also wirklich, ich habe mich wieder wie Kind gefühlt. Einfach wirklich in Hogwarts zu sein und da jetzt umherzulaufen. Ja, und wie ich meinte, ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen zu einer Unterrichtsstunde. Ja, wieder nur am Erschrecken. Wie hieß er nochmal? Ich konnte ihn irgendwie analysieren oder so und dann kam der Name nochmal. Peeves, glaube ich. Peeves, genau. Und er dachte, ich habe den anders in Erinnerung. Den Peeves. Warum kann ich die immer drehen? Revelio. Revelio. Oh Mann.
Ja, deshalb, das wollte ich unbedingt mal aufnehmen für euch und mal euch erzählen, wie geflasht ich bin auch. Wie mich das gleich gefangen hat. Das Spiel hat mich gleich gefangen. Ich bin sofort drin versunken und ist einer der seltenen Spiele, die es mal wirklich nach langer Zeit mal wieder hingekriegt haben, dass ich auch mal alles um mich herum vergesse und nur mich auf dieses Spiel konzentriere. Echt wirklich lange kein Spiel mehr gehabt, was das hinbekommen hat. Dass ich wirklich in dieser magischen Welt bin und einfach nur mich dafür interessiere, jetzt hier noch mehr zu erfahren. Als wäre ich wirklich drinne. Okay, jetzt seid ihr mal einmal dabei, hör mal. Ne? Bei bisher kein Let's Play von bei mir persönlich, aber jetzt könnt ihr es einmal miterleben. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Ey. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Die können ja gar nichts. Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Oh, und jetzt erlernen wir einen neuen Zauberspruch und den erlernen wir immer so speziell. Halt den Zauberstab mit linkem Stick fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Let's go! Zack, zack, zack! Accio! Accio! Ha! Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unheim mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Ja! Mir nach! Juhu! Ich fühle mich wie ein kleines Kind jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal, ich habe ein Strahlen im Gesicht. Allein nach dieser Unterrichtsstunde schon bisher. Das meinte ich. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport? Um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Ja! Ja! Oh! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Hä, warum denn ich schon? Hä, ich bin neu. Boah, das ist aber immer den Spionweg, wa?
Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Oh. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahinter sprechen, aber Übung macht den Meister. Ganz genau. Okay, Sir. Akio. Akio. Genau so. Nein! Das passiert dem Besten von Boah, das war gemein. Oh mein Gott. Okay, jetzt will ich es wissen. Akio. Ja gut, das war jetzt... Ausgezeichnet. Nein, ich habe aus Versehen. Akio. Sehr gut. Ja. Oh, das sieht gut aus. Ja. Tja, mach das mal nach. Sehr gut. Punkte für Gryffindor. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Was hatte ich? 50? Ihre Farbe ist blau, okay. Genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Okay, ich mach dich fertig, du Drecksau. Ja, los, willst du anfangen? Na dann los. Okay. Na bitte. Ja, genau, übertreib mal. Okay. Let's go. Ach hier. Bleib stehen! Bleib stehen! Ja! Genau so! Loser! Was? Ja, übertreib! Genau, auf einmal kannst du das auch. Ich mach dich fertig, kleine Biatch. Akio! Bleib stehen! Bleib stehen! Ja! Sehr beeindruckend! Okay, das wird jetzt... Ja, das wird trotzdem schwer jetzt. Ich darf es nicht verkacken. Obwohl, mir reichen schon 10 Punkte, du Sack. Akio! Du hast verkackt. Viel Spaß und noch auf die 50. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Ja, danke schön. Na, Akio? Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Wie jetzt? Ich hab gewonnen, hallo. Hallo, ich... Nein. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Ja, ich hab gewonnen, fertig. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Ja, für mich Diese nicht, für Sie ja. Entscheidet alles. Konzentration. Ja, das ist wieder. Ey, das sind die Leute, die ich liebe, weißt du? Okay, du hast jetzt gewonnen, aber warte, jetzt die nächste Runde, die entscheidet jetzt alles. Nee. Bitte. Nein, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, du Drecksack. Okay. Also, das ist aber unfair, dass ich jetzt hier schon wieder spielen muss. Akio. Bleib stehen! Ja! Wunderbar! Na? Zu. Sieh gut zu, sagst du, okay. Kann ich ihre Kugel genau eigentlich so weghauen? Stell mal vor, das wäre doch geil. Akio! Wirklich gut. Okay, ich habe also ihre Kugel wirklich weggehauen. Eins, zwei, 30 Punkte. Muss ich alleine schon benötigen? Ach hier. Nee, das ist unfair. Keine Sorge. Das ist unfair. Ich habe gewonnen vorher. Nein, ich habe gewonnen. Das zählt nicht hier nochmal neu machen und sagen, jetzt zählt's.
Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Ja, trotzdem Punkte für Gryffindor, du Sack. Ist es klar? Oh Mann, ey, jetzt macht so einen Spaß alles. Ich schwöre auf alles. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Was für eine Niederlage? Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Accio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Ich weiß, für mich ist es ja auch leicht. Ihr habt mich ja auch beschissen. Ihr habt mich nur beschissen. Ihr macht so eine neue Runde und sagt, jetzt zählt's. Wer jetzt gewinnt, der hat gewonnen. Ihr seid so eine Heuchler alle. Ihr Hogwarts-Heuchler. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Oha, Welt. Oha, was? Also ja, größer als Hogwarts. Krass. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Boah, was? Krass. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ja, die sind, ich finde es viel cooler. Hör mal, viel cooler. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe noch ein Hütchen mit ihm zu rupfen. Nach dem Motto, wer jetzt gewinnt, der gewinnt. Auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, wenn du magst. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen funktioniert er nicht. Auf die Kleidung. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Glaube ich. Ach, ich fühle mich hier so sauwohl. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Also ihr seht zum Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel mich jetzt auch anders anziehen, ne? Aber ich mag das zum Beispiel jetzt, das Feeling noch. So wie in den Harry Potter Filmen. Hier, guck mal, wir haben jetzt plötzlich eine Brille auf. Wir tragen jetzt plötzlich Handschuhe. Wir haben jetzt so einen Hut. Na gut, mach ich jetzt aber nicht. Dann haben wir ruhig noch einen Schal um. Jetzt zum Beispiel so. Ja. Kein Umhang kann man machen, guck. Und dann ist man halt so. Oder halt trotzdem mit diesem Outfit, dann sieht es auch ein bisschen so aus. Ich finde es so wie im Film. Ei. Yeah. So, mal gucken wir erstmal, was er noch will. Was will er denn? Hallo, Sir. Professor. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja. Eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig.
Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Ja, ich freue mich. Nice. Lumos. Lumos. Ach, ich mach's wahrscheinlich einfach so, weil ich's feier. Ja, nee, Professor, ich würde jetzt nämlich mal gerne sagen, die aus den besten drei, wie bei Schnick, Schnack, Schnuck, da macht man auch, okay. Der aus den besten drei gewinnt. Ja, so. Also machen wir jetzt nochmal mit den Kugeln. Fertig, und denn? Hallo. Dann mach ich so fertig. Du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, hallo. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Auf jeden Fall. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Akio. Akio. Levioso. Ah, nee, okay, dann schwebt das Ding nur so rum. Was war denn das? Ja. Nee, vor allem, ich glaube, die hat gewonnen, weil ich die Kugel auch noch angeschubst habe von ihr. Ich hätte länger halten müssen und dann ihre raushauen müssen. Aber es war noch mehr so ein Rumtesten gewesen eigentlich, deshalb... Oh. Nee, du. Aber das kann man nicht machen. Wenn man nochmal eine Wiederholung macht, den muss man aber auch machen, der aus den besten drei gewinnt. Also, von daher. Ja, Leute, ich würde mal sagen... Das war's jetzt mal mit der kleinen Vorstellung. Oh, hallo. Jetzt habe ich ein bisschen euch was gezeigt, ein bisschen geguckt, wie schön das aussieht, die Grafik. Euch auch ein bisschen grob erklärt, was ich hier so feiere. Und ja, dass ich mich halt hier wie ein kleines Kind wieder fühle. Wie das kleine Kind, das im Kino sitzt und den Film Harry Potter guckt. Und einfach so verzaubert ist von der Fantasiewelt. Und jetzt lebe ich einfach selber in dieser geilen Fantasiewelt drinne. Ich bin einfach jetzt, erlebe jetzt alles selber mit. So fühle ich mich. Einfach geil. Ja, da habt ihr es mal gesehen. Und ja, deshalb, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich noch mehr davon irgendwie Let's Playen werde oder irgendwas. Außer jetzt werden so ein Aufschrei, aber da müssten jetzt wirklich so viele Leute auf meinen Kanal rufen, mach bitte ein Let's Play draus. Und selbst da müsste ich überlegen, weiß ich nicht. Aber ihr habt mal einen schönen Eindruck mal gehabt vielleicht. Ne, auch mal von einer Unterrichtsstunde. Dann bedanke ich mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Sage vielen, vielen Dank. Und ja, wir sehen und hören uns vielleicht sogar im Laufe der Zeit mal wieder. Ne, macht es gut. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Ciao. Lumos.